auf dem Obsthof Freudensprung. Tanja Freudensprung ist vor uns. Was findet heute hier statt? Herzlich willkommen bei uns auf dem Obsthof in Dielheim. Heute findet unser 8. Hoffest statt. Wir mussten aufgrund des Wetters ein bisschen umdisponieren. Oben im Hof ist jetzt das Festzelt mit Getränke, Essen, Kaffee, Kuchen. Und unten in der Obsthalle ist dann der Kunsthandwerkermarkt und die Kinderbetreuung. Das findet alle Jahre wieder statt? Ja, alle Jahre am 2. Oktoberwochenende. Immer mit Ende Dankgottesdienst sonntags. Ja. Hat sich jetzt so eingependelt. Und einfach öfters bei der Webseite reinschauen, Freudensprung und bei TV über Kanal, denn hier sind sehr viele Feste, gell, für die Bürger. Ja, also es gibt immer mal wieder was. Wir hatten jetzt vor kurzem ein All-You-Can-Eat-Barbecue in unserem Kaffeestadel, das wir seit Dezember 2016 haben. Hatte man eine Band hier, jetzt das Hoffest. Vielleicht gibt es auch zu Weihnachten wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt. Das steht noch nicht ganz fest, aber wir sind dabei, immer mal wieder uns was einfallen zu lassen. Nach dem Weihnachtsmarkt geht es weiter mit dem Osterhasi, richtig? Ja, geht es dann weiter mit dem Osterhasi, genau. Das große Ziel Nummer 1 für Familien und auch Spaziergänger hier beim Freudensprung. Was ist das Kaffeestadel, Frau Freudensprung? Also unser Kaffeestadel gibt es seit Dezember 2016, da wurde es eröffnet. Ist eine
ein Blockhaus im alpenländischen Stil. Wir hatten das anfangs nur am Wochenende geöffnet und aufgrund der hohen Nachfrage haben wir jetzt von dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Frühstück, es gibt Mittagstisch, es gibt wöchentlich wechselnde Menüs und selbstgebackene Kuchen und Kaffeespezialitäten. Für die, die es nicht wissen, wo soll man hinfahren? In den Allenbachhof 1 nach 69234 Dielheim. Das ist zwischen Dielheim und Horrenberg ein Aussiedlerhof. Und wenn jetzt jemand spontan anrufen möchte, haben Sie offen oder was gibt's heute zu essen? Die Kaffeestadel-Telefonnummer ist die 06222 939 7163. Na dann, viel Spaß, viel Vergnügen und guten Appetit hier beim Kaffeestadel bei Freudensprung. Ja, danke schön und wir freuen uns auf zahlreiche hungrige, kleine und große Gäste. Dankeschön. Ich bin der Harald, fahre die Tierpark-Lok. Weil alles ordentlich gemacht ist, brauchen wir da einen großen Busführerschein. Ne? Kann man nicht gerade so fahren und alles. Ja, was soll man sagen? Kommt in den Tierpark, esst Schäl Riblin. Tierpark ist ausgeschildert. Nach dem Sportplatz geht es rechts ab. Immer im Weg noch. Tierpark Balzfeld, das Ereignis für Groß und Klein? Unbedingt, unbedingt. Man kann sie auch buchen, ja? Mit ihrer Eisenbahn auf Events? Ja, ich denk's. Ich fahre nur, aber das macht normal. Ich denke, der Vorstand macht diese Sache aus. Also beim Tierpark in Balzfeld melden und dann kann man auch den Genuss bekommen, mit der Eisenbahn chauffiert zu werden. Ja, ich gehe davon aus. Korrekt. Danke. Sie haben jetzt hier schöne Hunde, eine Schildkröte, einen Igel und Tauben. Sie haben das alles selbst hergestellt? Ja, das ist alles selbst hergestellt. Das wird also in Formen gegossen, wird ausgeleert, wird dann dementsprechend getrocknet, versäubert, gebrannt und dann dementsprechend farblich gestaltet. Und was ist das für ein Material? Das ist Keramik. Das können Sie zu Hause im Backofen machen? Nein, das geht nicht im Backofen. Dazu brauchen Sie einen speziellen Brennofen, der also wirklich bis 1200 Grad brennt. Und das geht mit einem herkömmlichen Backofen leider nicht. Und Sie waren letztes Jahr dabei, sind dieses Jahr dabei, nächstes Jahr auch wieder. Wen dürfen wir vorstellen? Ich bin die Sabine Klefens, wohne zusammen mit meiner Familie in Hockenheim und mache das Ganze alles in meinem Kellerchen. Alles klar, recht herzlichen Dank fürs Interview. Bitte. Tschüss. We'll be right back.
Frau Freudensprung, wir sind jetzt hier in der Abteilung für die Schnapsbrennerei. Sie brennen, also Ihre Leute, brennen selbst Schnaps, Liköre und was noch? Nur Schnaps, keine Liköre. Also man sieht die Brennerei hier und die Mitarbeiter, die veredeln dann unser Obst zu den Bränden, die man hier sehen kann. Das gibt es auch im Hofladen oben, habe ich gesehen? Genau, das gibt es im Hofladen in Dielheim, in Mauer und in Gauangelow. Ist das beim Heimservice auch dabei, wenn jemand Obst bestellt? Bei Ihrem Heimlieferservice kann man da auch Schnaps bestellen? Ja, kann man. All inklusive und der Full Service? Genau. Das wird natürlich alles selbst gepflückt, was Sie hier zu einem Schnaps veredeln, richtig? Jawohl, selbst das ganze Obst ist alles aus dem eigenen Brand. Wird dann auch die Maische hergestellt und der Brand von uns beide, Roland Schemmenauer und mir, gemacht. Wie lange hält eigentlich so ein selbstgebrannter Schnaps, wenn er nicht geöffnet ist? Ja, der hält ewig. Also den kann man ruhig 20 Jahre aufheben. Aber besser ist, man macht ihn auf und man trinkt ihn. Und weil man kommt wieder und holt frisch. Weil die Qualität ist so gut, wenn man einen probiert hat, kann man nicht mehr aufhören. Wunderbar, vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke. Come on.